BeCo Basketball-Bundesliga-Saison 2013-2014. Playoffs, Baby. Wir haben ein Spiel 5. Endergebnis Telekom Baskets Bonn gegen EWE Baskets Oldenburg. Es kommt uns bekannt vor, 72-71 nach Verlängerung. Damit gibt es am kommenden Mittwoch ein Spiel 5 in Oldenburg. Ich begrüße zu meiner linken Gästetrainer Sebastian Machowski, zu meiner rechten Mr. Ryan Brooks und wie immer Telekom Baskets Bonn Head Coach Matthias Fischer. Fangen natürlich, wie es sich gehört, mit dem Statement des Spielers an, damit er schnell duschen kann. Mr. Brooks, your overall statement to the game, please. To sum it up, maybe we live to see another day. We were kind of stunned before the overtime by the bucket they got. But we just tried to regroup going into the overtime. Knew it was going to be a battle. Nothing comes easy, and just happy we were able to come out with the win. One more question. Could you talk about the alley-oop you had? Just around about 36 seconds, with 36 seconds to go in regulation. Having in mind that you blew one right, let's say, 2 minutes earlier or so. Yeah, I think it was, I just read the defense. I know that Gino was coming off a ball screen, and the defender guarding me, Paulding, turned his head, and I was able to slip back door. Gino, kept his head up and saw me, and just, my teammates know if they just throw it towards the basket, I'll go get it. So that's just what happened in that situation. Thanks. Fragen an den Sportskollegen Brooks. Ansonsten schicken wir ihn unter die Dusche. Frau Schneider guckt, fragt aber nichts. Mr. Brooks, thanks for stopping by. Und machen weiter mit dem Statement des Gästetrainers. Coach Machowski. Glückwunsch an Matthias und sein Team zu diesem knappen Sieg. Ich freue mich auf Mittwoch und Spiel 5. Ich hoffe, dass wir zu Hause den Halbfinaleinzug perfekt machen werden. Vielleicht dann noch mal ohne Verlängerung. Ein Punkt wird uns reichen. Danke. Eine kurze Nachfrage sei an dieser Stelle erlaubt. Chris Kramer wird 3 Sekunden vor Ende geblockt. Das Einwurfplay, was danach kam, war das so designt oder haben die Jungs das genommen, was ihnen die Defense gegeben hat? Nein, das war so einstudiert und auch ohne Auszeit perfekt abgerufen. Chapeau an dieser Stelle. Coach Fischer, yes, Statement zum Spiel bitte. Ja, vielen Dank Sebastian, die Glückwünsche. Ja, natürlich sind wir sehr, sehr froh, dass wir dieses Spiel gewonnen haben. Es war ein schweres Spiel, das war klar. Und was interessant ist, irgendwie habe ich das Gefühl, ich sehe das Scouting vom Spiel 3. Es war nämlich 63-63, Overtime, bloß ein Zeilendreher ist da. 72 für uns, 71 für Oldenburg und die Jungs haben gut gekämpft. Sie haben Charakter gezeigt, trotz des einfachen Korblegers von Paulding, dass er sehr, sehr, sehr gut gelaufen ist zu Overtime. Aber wir haben nie aufgegeben, wir haben wertvolle Rebounds geholt. Das Rebound-Duell heute, denke ich, gewonnen, obwohl die Statistik, denke ich, nicht vollständig ist. Insofern kann ich dazu nichts Genaueres sagen. Bin froh, dass wir das Spiel gewonnen haben und ebenfalls wie Sebastian freue ich mich sehr auf den kommenden Mittwoch. Auch hier seine Nachfrage erlaubt zum letzten Play. Der Dreier von Paulding, 21,9 Sekunden vor Ende. Dann der Leger von McRae auch geplant oder dementsprechend haben die Jungs es selbst entschieden? Nein, das war schon so geplant. Wir wussten, dass da der Fokus auf Jamal lag und David hat ja einen Dreier reingeschossen und ist stark in Penetration, hat er schon mal gemacht aus diesem Play und das hat er sehr, sehr gut gemacht. Vielen Dank. Wir öffnen die Fragerunden. Feuer frei. Wir sehen sie. Die Coaches sehen wir in Bonn so in der Konstellation nicht mehr wieder. Kollege Körper. Herr Fischer, was einen neutralen Beobachter auffällt, außer dass der Gegner natürlich hervorragend in Defense spielt. Beim Spiel in Oldenburg vor wenigen Tagen, glaube ich, hat es gut 6 Minuten gedauert. Zu Beginn, bis der erste gute Korb fiel. Heute im dritten Viertel, glaube ich, 7 Minuten oder 6,5. Ist das eine Blockade im Kopf oder was ist das? Ja, das ist eine interessante Frage. Wir analysieren natürlich immer das Video und sprechen mit den Spielern und ab und zu klappt es und ab und zu klappt es nicht. Wir bewegen den Ball in diesen Phasen nicht so gut und versuchen so ein bisschen mit dem Kopf durch die Wand.
anstatt dann wirklich unsere Plays konsequent zu laufen. Und irgendwann wachen wir wieder auf und dann spielen wir wieder besser. Aber eine Erklärung habe ich dafür nicht. Weitere Fragen? Ihr schaut mich. Dann wünsche ich uns allen einen guten Abend. Gegessen eine gute Heimfahrt und dann sehen wir uns am Mittwoch in Oldenburg. Die BeKo Basketball Bundesliga. Spürst du das Dribbeln?